Liebe Freunde der polizeilichen Kriminalstatistik, ich habe bereits am Montag ein Video gemacht, wo ich einen Bericht aus dem Stadtbezirksbeirat Dresden-Neustadt abgegeben habe. Und dort war unter anderem die polizeiliche Kriminalstatistik ein Thema. Die ist offiziell, wird vom Bundeskriminalamt rausgegeben, wurde wohl am 4. Februar erstellt, diese Datei, und damit wohl auch veröffentlicht, ist also schon ein paar Monate alt. Man kann sich die runterladen für sämtliche Kreise und kreisfreie Städte, und ich habe Dresden dort rausgepoolt, das war nicht wirklich schwierig, aus einer Excel-Tabelle und habe sie in eine Google-Tabelle übertragen. Es sind insgesamt 53 Zeilen, davon sind 8 Zeilen der Kopf, und es sind also insgesamt 45 Zeilen, die teilen sich auf in vollendete Taten, versuchte Taten und insgesamt. Das heißt, für jede der 15 Straftaten, die hier exemplarisch aufgeführt wurden, gibt es 3 Zeilen. Also insgesamt 15 Straftaten, und ich habe wissen wollen in der Sitzung, wie sich denn die Opfer von Gewalttaten im öffentlichen Raum nach Geschlecht aufteilen. Diese Tabelle gibt einen ersten Hinweis. Ich fange mal oben an. Es gab in Dresden insgesamt 6.376 Straftaten, davon waren laut dieser Statistik 4.000 männliche Opfer und 2.376 weibliche Opfer. Sie waren Opfer einer vollendeten Straftat. Die Quote der Männer liegt bei 62,74%, also knapp 2/3. Bei den Versuchten sind es sogar 72%, und insgesamt läuft es dann auf 73,3% hinaus. Also, Männer sind grundsätzlich öfter Opfer von Straftaten, ganz im Allgemeinen. Und wenn man jetzt hier durchguckt, haben wir hier die Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung, sexueller Übergriff im besonders schweren Fall, einschließlich mit Todesfolge. Hier ist ausgewiesen 31 Opfer einer solchen Straftat, und es waren sämtlichst Frauen, und es gab keine Versuche, sondern es wurde alles vollendet. Da kann man nichts gegen sagen. 31 Frauen vergewaltigt, alle Täter ziemlich sicher Männer, und da gibt es auch nichts dran rumzudeuteln. Das ist aufs Schärfste zu verurteilen und zu verfolgen, und ab in den Knast mit den Spacken. Es geht weiter mit räuberischer Erpressung. Hier haben wir Postfilialen, Geldinstitute und Agenturen. Da würde ich sagen, da ist das Geschlecht des Opfers eher nicht so wichtig, weil kommt drauf an, wer dort arbeitet. Es waren betroffen ein Mann und 2 Frauen, und zwar bei vollendeten Straftaten. Handtaschenraub, 10 vollendete, 2 Männer, 8 Frauen. Gelb hinterlegt habe ich hier die Zeilen, wo Männer unterrepräsentiert sind, beziehungsweise gar nicht auftauchen. Und dann kommen wir Überfälle in Wohnungen, auch dort 7 Versuche, 3 männliche Opfer, 4 weibliche Opfer, und bei vollendeten 30 Opfer, davon 23 Männer und 7 Frauen. Also allein bei den versuchten Raubüberfällen sind die Männer unterrepräsentiert, und zwar mit genau einem weniger als Frauen. Jetzt kommt es zur Gewalt im öffentlichen Raum. Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien. Was das in der Kategorie zu suchen hat, verstehe ich nicht. Es gibt übrigens nur ein Gesetz gegen die Verstümmelung weiblicher Genitalien. Kleine Jungs darf man nach wie vor beschneiden, das ist kein Straftatbestand. Das ist der Sexismus, den wir in Deutschland haben. So, und was sehen wir hier bei den vollendeten Taten? 1201 vollendete gefährliche und schwere Körperverletzungen. Davon 960 Männer, 241 Frauen, das entspricht einer Quote von 80% Männern. Das heißt, Männer sind 4-mal so oft von vollendeten gefährlichen Körperverletzungen, und die finden in aller Regel im öffentlichen Raum statt, betroffen. Bei den Versuchen
ist es ähnlich, da sind es in Anführungszeichen nur 3/4 der Opfer Männer und insgesamt läuft es dann auf eine Quote von, ja, wieder knapp 80% raus. Vorsätzliche einfache Körperverletzung sieht es ähnlich aus. 2485 vollendete einfache Körperverletzungen, davon 1576 männliche Opfer und 909 weibliche Opfer. Bei den Versuchen ist es deutlicher, 80% Männeranteil und insgesamt läuft es dann auf 64%, also knapp 2/3 hinaus. Und last but not least, Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen vollendet 4 Morde und alle Opfer waren weiblich. Bei den Versuchen sieht es etwas anders aus. Dort gab es 7 Mord- oder Tötungsversuche an Männern und in Anführungszeichen nur 3 an Frauen. Und insgesamt läuft es darauf hinaus, dass es 14 Mord- oder Tötungsversuche oder vollendete Morde oder Tötung gab. Und da teilt sich dann in der Summe 7 zu 7 gleichberechtigt auf. Das als kurzer Abriss zur polizeilichen Kriminalstatistik in Dresden. Passt auf euch auf, bleibt gesund und haut niemanden.